Guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, wir haben jetzt 10 Uhr abends oder schon nach 10 Uhr. Normalerweise hat der Floritz ja schon einen Schlafanzug an. Wenn man hier auf Koh Samui wohnt, dann hat man auch einen normalen Alltag und man hat nicht also so viel Party. Aber heute gehe ich mal mit euch hier durch die Beach Road, nicht mit dem Roller und nicht mit dem Auto, sondern das machen wir mal zu Fuß, damit ihr mal einen besseren Eindruck bekommt, was ist denn jetzt los? Ich möchte euch mal zeigen, was heute am Samstagabend nach 10 Uhr hier in Chaweng Beach los ist. So, dann geht ihr jetzt mal mit. Ja, da geht es jetzt runter. Wie ihr wisst, muss ich ja leider alles verpixeln. Und lassen wir uns mal überraschen. Ja, was mich wundert, dass die Souvenirläden also hier nicht aufhaben oder nur ein paar. Ja, das ist schon das erste Restaurant mit Live-Musik auf der linken Seite. Ja, hier sind aber noch ein paar Souvenirläden auf. Ja. Ich bin angenehm überrascht, muss ich sagen. Und die Leute laufen hier alle ohne Maske rum. Hier runter sind auch die Geschäfte geöffnet. Jetzt gehen wir erstmal in den 7-Eleven rein. Ich brauche nämlich neue Batterien für... Also hier muss man eine Maske tragen. Ja, jetzt gehen wir mal runter ins Geschehen. Ja, wir sind hier auf der Höhe vom Kabarett. Hier steht nur eine Lady draußen. Anscheinend ist die Show gerade dran, sonst stehen die nämlich hier Spalier. Ja, es ist überwältigend, würde ich sagen. Massageshops sind auch offen, gut belegt. Hier haben wir eine Bar, da sitzen ein paar Leute draußen. Ja, hier sieht es ein bisschen leer aus, aber nette Frauen stehen da, die einen abschleppen wollen. Ja, hier ist es schon richtig.
nicht voll. Auslastung etwa 95%. Ja, hier geht der Bär ab. Man sieht das auch an der Anzahl der Roller, die hier geparkt sind. Wir sind hier auf der Höhe von der Akbar. Die mal hier gewesen sind, die kennen das. Das ist hier auch ganz gut ausgelastet. Ja, das war jetzt der erste Schwung von Restaurants und Bars. Hier ist auch nochmal eine Stichstraße zur Akbar runter. Das Restaurant ist auch gut belegt. An den Bürgersteigen könnten sie noch was machen. Die sind nämlich eine Katastrophe. Zeit genug hatten sie eigentlich. Hier rechts wird auch neu gebaut. Ja, das Restaurant ist zu 40% ausgelastet. Jetzt gehen wir hier gleich rechts runter zum Hasch oder Galaxy oder Green Mango. Vielleicht der eine oder zur Orientierung, da hinten, wo die Leute runtergehen, da geht es zu Green Mango. Und hier gehen wir jetzt zum Moon, Black Moon. Yeah.
Also die haben jetzt die Black Bamboo, haben sie komplett geändert. Wir haben also hier draußen nochmal eine Disco, da ist aber keiner. Und da haben sie noch dieses. Ja, und wenn man hier runter geht, da kommt man zum Zentel Samui. Jetzt gehen wir mal zurück. Vielleicht sehen wir da noch was, was man noch... was uns noch nicht aufgefallen ist. Gar nicht, dass es so anziehend ist für die Frauen. Jetzt sehen wir hier nochmal die Straße runter, die waren wir ja nicht bis zum Ende gegangen. Überall Poolbillard ist natürlich ein beliebtes Spiel, um sich ein bisschen näher zu kommen. Hier wird es so ein bisschen leerer. Ah, hier ist ja, wo der Tätowierer ist, wo die meine Tochter gewesen ist. Ja, also ich muss sagen, das Zentrum ist hier gut besucht. Und wenn man jetzt hier ein bisschen außerhalb geht, dann geht es. Lehrer. Jetzt gehen wir mal zur Hauptstraße runter. Ist noch geschlossen, Hardrock Café. Aber hier höre ich Live Music. Hier sind die Aussies, die Australier. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich für euch, um das ein bisschen einzuschätzen. Also wenn ihr nach hier kommt, ihr werdet auch Restaurants und Discos vortreffen, die geöffnet sind. Die Menschen laufen hier fast alle ohne Maske rum, ganz normales Leben. Und ihr könnt hier Party machen, es gibt hier viele nette Frauen, ich werde gerade wieder angelächelt. Aber ich bin ja hart und sage, nein, danke, ich bin vergeben. Ja, kommt nach Koh Samui. Ich schätze, wenn es jetzt noch ein paar Monate weitergeht und vor allen Dingen zur Weihnachtszeit, zur Hauptsaison, dann wird das hier wieder so richtig voll sein, so wie früher. Okay, mit den Bildern möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.